Hallo zusammen. Habt ihr in der Kindheit Gruselgeschichten gemocht oder steht ihr immer noch darauf? Vermutlich hat jeder von uns als Kind sie geliebt. Modernen Menschen fehlt es an Adrenalin, weshalb es viele versuchen, den Mangel daran auf alle erdenkliche Art und Weisen zu kompensieren. Dabei neigt man oft dazu, mit bestimmten Details zu übertreiben, um die Zuhörer möglichst stark zu beeindrucken. Heute zeigen wir euch aber Orte, die so unheimlich sind, vor allem in der Nacht, dass man sich bei deren Schilderung nichts ausdenken muss, um einen enormen Gruseleffekt zu erzeugen. Und am Ende dieses Videos geben wir euch einen Geheimtipp, wie ihr euren Freunden an Halloween einen schönen Schrecken einjagen könnt. Lasst uns loslegen. Parikkala. Es war das Jahr 1944, als in einem Haus in der kleinen finnischen Gemeinde Parikkala Veijo Rönkönen das Licht der Welt erblickt hat, der noch nicht wusste, dass er durch seine sonderbaren Kreationen eines Tages weltberühmt werden sollte. Der Junge war das jüngste von vier Kindern und recht verschlossen aufgewachsen. Mit 16 nahm er einen Job in einer Papierfabrik an, der ihm aber keine Freude bereitete. Das echte Leben fing für ihn erst an, als er nach Hause zurückkam und sich fernab von fremden Augen an die Arbeit an seinem Lebenswerk machte, das man nach seinem Tod einen der gruseligsten Orte der Erde nannte. Der Künstler baute Betonskulpturen, wie man sie in keinem Museum der Welt findet. So beängstigend sind ihre Gesichtsausdrücke. Der Bildhauer zeichnete sich durch eine außerordentliche Produktivität aus. Er hat rund 450 Skulpturen in 50 Jahren geschaffen, aber er wollte sie auf keinen Fall ausstellen lassen. Stattdessen hat er sie vor einem wunderschönen, knapp einen halben Hektar großen Gartenkulisse platziert. Das Besondere an Rönkönens Arbeiten ist, dass er sie mit künstlichen Zähnen bestückte. In den Mund einer männlichen Statue setzte er sogar das künstliche Gebiss seines verstorbenen Vaters ein. 3 Jahre vor seinem Tod wurde Rönkönen mit einem Preis des finnischen Kultusministeriums geehrt, doch er ist zur Verleihung nicht erschienen. Heute werden seine Werke im Skulpturenpark Parikkala ausgestellt, der an dem Ort gegründet wurde, wo der Künstler lebte und arbeitete. Er wird jedes Jahr von zehntausenden Touristen besucht, die sich einen Nervenkitzel holen wollen. Nagoro. Die kleinste der vier Hauptinseln Japans beherbergt ein kleines Dorf. Früher war hier viel los. Man konnte auf den Straßen eilende Menschen und spielende Kinder sehen, doch am Anfang des 21. Jahrhunderts hat sich alles verändert. Die japanische Gesellschaft ist in eine tiefe demografische Krise gestürzt und immer mehr junge Leute sind vom Land in die Städte abgewandert. Als Folge sind im Jahr 2019 in Nagoro nur noch 27 Einwohner übrig geblieben. Aber Ayano Tsukimi, die in den Nullerjahren in den Ort zurückkehrte, um sich um ihren kranken Vater zu kümmern, hasste es, allein zu sein. Deshalb entschied sie sich, neue Dorfbewohner in Ermangelung eines Besseren selbst zu machen. Begonnen hat alles folgendermaßen. Ayano hat eine Vogelscheuche aus Holzstangen und alten Kleidungsstücken gebastelt, um die Vögel davon abzuhalten, angebaute Samen auszupicken. Kurz darauf ist Ayanos Nachbarin verstorben. Und da kam ihr die Idee, eine Puppe zu ihrem Andenken zu bauen. Die Frau wollte nämlich auch weiterhin jemanden neben sich haben, die sich jeden Morgen grüßen konnte. Und so ging es immer weiter. Ayano war von der Idee so fasziniert, dass sie noch eine Puppe, dann noch eine und noch eine gefertigt hat. Die einen Figuren entstanden nach dem Vorbild verstorbener Dorfbewohner, die anderen sind reine Fantasiegebilde. Bei deren Gestaltung legt Ayano besonderen Wert auf die Ohren, weil sie möchte, dass sie gut hören können. Mittlerweile sind in Nagoro mehrere hundert lebensgroße Stoffpuppen zu sehen, die sich in den Häusern, in Schulgebäuden und an vielen anderen Orten finden. Na, habt ihr Lust, das Dorf zu besuchen? Suo Musalmi. Autofahrer, die im Begriff sind, eine Reise durch Finnland zu unternehmen und unter anderem ein kleines Städtchen namens Suo Musalmi im Nordosten des Landes zu besuchen, sollten sich auf eine äußerst skurrile Attraktion gefasst machen. Kurz vorm Ort in einem Feld steht an 365 Tagen im Jahr ein stummes, 1000 Mann starkes Heer. Stumm ist es deswegen, weil es sich dabei um Heuvogelscheuchen handelt, die wie Menschen gekleidet sind. Der Autor der außergewöhnlichen Installation ist ein ortsansässiger Künstler, der sie das stille Volk nannte. Er wurde mehrmals danach gefragt, ob die Figuren eine geheime Bedeutung hätten, aber er hatte nie eine Erklärung dafür abgegeben. Einer populären Theorie zufolge stehen die Vogelscheuchen sinnbildlich für Soldaten, die bei der Schlacht von Suo Musalmi während des sowjetisch-finnischen Kriegs gefallen sind. Lukova. Eine marode Kirche mitten auf einem Friedhof und keine Menschenseele, soweit das Auge reicht. Eine super Kulisse für einen Horrorfilm, nicht wahr? Aber lasst uns diese Kirche, die sich im tschechischen Dorf Lukova befindet, von innen ansehen. Der Fußboden quietscht, die Luft ist kalt und feucht, es ist dunkel.
Moment mal, was sind das für Silhouetten? Die Kirche ist voll davon. Es sind lauter weiße Figuren, deren Gesichter von langen Kapuzen verdeckt sind. Sie sitzen stumm auf den Bänken. Es herrscht dröhnende Stille. Hier ist die Vorgeschichte. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist die Decke des Gotteshauses mitten in einer Trauerfeier eingestürzt. Seitdem gilt dieser Ort unter den Einwohnern als verflucht und wird von keinem mehr betreten. Die gruseligen Geisterfiguren wurden hier vom Künstler Jakub Hadrawa platziert, der sie im Rahmen eines Universitätsprojektes angefertigt hat. Es sind symbolische Darstellungen von Sudetendeutschen, die früher hier gelebt und jeden Sonntag gebetet haben, bis sie nach dem Zweiten Weltkrieg aus diesem Gebiet vertrieben wurden. Séné. Wir sind in der malerischen Gemeinde Séné in der französischen Region Bretagne, die am Golf von Morbihan liegt. Dieser Ort ist für die atemberaubenden Landschaften des hiesigen Naturparks und seiner alten Geschichten bekannt. Apropos Naturpark. Touristen, die 2016 hierher gekommen sind, waren bemüht, ihre Wandertouren bis zum Abbruch der Dunkelheit zu beenden. Schuld daran waren diese Figuren, die für mehrere Monate im Uferbereich zu sehen waren. Die kuriosen Skulpturen versteckten sich im Schilf und schienen sich selbst wie Dementoren im Wasserspiegel zu betrachten. Natürlich waren sie von Menschenhand gemacht. Ihre Schöpferin heißt Sophie Prestigiacomo. Sie formte sie aus Schlamm und Algen. Die Frau sagt, dass ihre Arbeiten die untrennbare Verbindung zwischen Menschen und Natur darstellen. Osawano. Vor 4 Jahren machte ein japanischer Fotograf eine Reise quer durch die Präfektur Toyama. Er war auf der Suche nach neuen Ideen und Landschaften. Aber das, was er fand, hat all seine Erwartungen übertroffen. Als er in einem winzigen Dorf unweit der Stadt Osawano eintraf, erzählten ihm die Einheimischen von einer verwahrlosten Parkanlage, von deren Existenz nur sie wussten. Einige Einwohner glaubten fest daran, dass es dort nachts spuken würde. Ihrer Wegbeschreibung folgend erreichte er einen vollends heruntergekommenen Park, der von üppiger Vegetation überwuchert war. Plötzlich erblickte er auf 800 Steinstatuen. Sie zeigten unterschiedlich gekleidete Personen mit einem jeweils anderen Gesichtsausdruck und erinnerten an Menschen, die beim Anblick eines entsetzlichen Ungeheuers vor Grauen erstarrt waren. Ihm war sofort klar, dass der Bildhauer kreativ an die Sache herangegangen war, anstatt nach demselben Schema zu agieren. Das machte die Figuren natürlich nicht weniger unheimlich. Später erfuhr er, dass die Statuen von einem chinesischen Bildhauer im Auftrag eines ortsansässigen Beamten namens Mutsuo Furukawa angefertigt wurden, wofür dieser ganz tief in die Tasche greifen musste. Es gibt da auch eine Statue von ihm. Der Mann wollte sich selbst und all seine Verwandten für kommende Generationen verewigen. Doch der Park ist für lange Zeit in Vergessenheit geraten, warum auch immer. Heute dagegen vergeht kaum ein Tag, ohne dass hier ein Besucher auftauchen würde. Der Traum des Japaners ist also wahr geworden. Der ganze Spaß hat ihn übrigens etwa 60.000 US-Dollar gekostet. Xochimilco. Im südlichen Bezirk von Mexiko-Stadt befinden sich die berühmten Xochimilco-Kanäle, die vor langer Zeit von den Azteken gebaut wurden. Für gewöhnlich herrscht hier reger Betrieb und eine feierliche Atmosphäre. Überall ertönen die Rufe von Verkäufern und Volksliedern. Doch es gibt einen Ort, wo von all dem nichts zu hören ist. Es ist eine kleine Insel, die mitten in einem der Kanäle liegt. Es heißt, sie war im vergangenen Jahrhundert von einer einzigen Person bewohnt, nämlich von einem Mann namens Julian Santana Barrera. Journalisten und Besuchern erzählte er, dass er eines Tages das fürchterliche Geschrei eines kleinen Mädchens vernommen habe. Das Kind war am Ertrinken und er rannte los, um es zu retten. Doch sobald er am Ufer ankam, sah er nur eine Puppe auf der Wasseroberfläche herumschwimmen. Julian holte sie aus dem Kanal und hängte sie an einen Baum zum Andenken an das gestorbene Mädchen. Und jetzt wird es richtig spannend. Von da an soll auf der Insel die kreischende Stimme eines Kindes immer und immer wieder nach einer neuen Puppe verlangt haben. Der Mann war so erschrocken, dass er es vorzog, dem Befehl des Geistes Folge zu leisten. Er fischte Puppen aus dem Wasser und bat andere Leute, ihm welche zu bringen. Am Ende belief sich die Zahl der Puppen auf mehrere hundert Stück, doch der böse Geist ließ nicht locker. Völlig verzweifelt begann Julian, sie irgendwann wie verrückt zu verunstalten. Der Einsiedler ist seit fast 20 Jahren tot und seitdem lockt dieser Ort, wo die unzähligen entstellten Puppen zu bestaunen sind, neugierige Touristen an. Halloween-Streich. Wie versprochen verraten wir euch jetzt, wie ihr euren Kumpels am Tag der Allerheiligen Gänsehaut-Feeling bescheren könnt. Die Idee stammt von zwei schwedischen Künstlern, die für ihre umstrittenen Installationen weltweit bekannt sind. Eines Tages haben sie ein großes Tuch mit dem Gesichtskonterfei eines Jungen bedruckt, mit wasserabweisender Farbe beschichtet und in einem Kanal mit Hilfe von Gewichten knapp unter der Wasseroberfläche platziert. Der schaurige Effekt, der hier mit ganz einfachen Mitteln erzielt wird, lässt so manche Gruselartikel blass erscheinen. Schaut euch bloß die leicht verschwommenen Gesichtszüge des Buben an. Unheimlich, oder? Wenn ihr diese Idee umsetzen wollt, tut es lieber nicht in, sondern außerhalb eurer Stadt, an einem See oder Fluss.
Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.